bin seit 10 Jahren hier Schulleiter und glaube, das ist der schönste Job, den ich überhaupt machen könnte. Mit Kindern zu arbeiten, in einer so wunderbaren Atmosphäre, wie ich es hier in der Schule antreffe, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wir sind eine fröhliche und lebendige Schule. Das macht sich nicht zuletzt darin deutlich, dass wir viele Projekte haben, die wir im Miteinander gestalten und planen. Wir hatten vor kurzem zum Beispiel eine Projektwoche zum Thema Geometrie. Und da war es uns ein wichtiges Anliegen, dass Unterrichtsinhalte lebendig und erfahrungsnah rübergebracht werden. Eine sehr bunte Veranstaltung, wo die Kinder sehr aktiv miteinander tätig werden können. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die unsere Schule noch nicht so genau kennen und nicht wissen, was sich unter einer christlichen Schule verbirgt, dass die hierher kommen, zum ersten Mal sich hier umschauen und ich immer wieder höre von denen, irgendwie ist an dieser Schule was anders als an anderen Schulen. Ich habe 20 Jahre lang Verbrecher gejagt und dann habe ich mir das ausgesucht und ich bin hier für diese Schule zuständig. Das heißt, ich führe mit den Kindern in der 4. Klasse die Radfahrausbildung durch. Das heißt, ich gehe mit denen auf die Straße, fahre mit denen. Wir besprechen die Verkehrszeichen, die Gefahren, die auf der Straße so lauern. Und anschließend gehen wir auf die Straße und üben das Ganze. Ich habe 2 Kinder hier an der Schule, die sind sehr begeistert. Sie haben viele Freunde gefunden, aber auch sie haben eine gute Beziehung zu der Lehrerin. Sehr herzliches Miteinander, sehr liebevoll. Und wenn sie Sorgen haben, Probleme haben, sie können immer auf offene Ohren treffen. Beginn ist immer um 8, egal in welcher Klasse sie sind. Das ist schon mal als mehrfache Mutter ein großer Vorteil, weil man hat sie alle morgens aus dem Haus und sie kommen also ziemlich gleichzeitig wieder zurück. Ich bin sehr gerne hier, weil ich das Kollegium sehr schätze. Ich fühle mich sehr wohl hier, wir arbeiten zusammen, wir profitieren von den Stärken, aber die Schwächen werden von anderen mitgetragen. Und ja, der Glaube an Jesus verbindet uns sehr und das strahlt natürlich auch auf die Kinder aus. Ein anderes Projekt, was ich sehr wertvoll in dieser Schule finde, ist, dass wir eine Partnerschule in Südafrika seit einiger Zeit haben. Dort sind Kinder, die in diese Schule gehen, die aus Elendsvierteln kommen, die entweder selbst HIV-positiv sind oder AIDS-weisen sind. Und wir merken, dass auch gerade das ein Projekt ist, was über das, was Schule normalerweise bietet, nämlich Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen, weit hinausgeht. Es geht darum, dass unsere Kinder befähigt werden, auch auf die Nöte von anderen zu achten und wir hier wirklich praktische Nächstenliebe selber lernen können. Ich glaube, die Offenheit, die wir hier miteinander pflegen, ist ein ganz großer Gewinn für alle Beteiligten hier. Und ich bin sicher, dass unsere Kinder in den meisten Fällen gerne in diese Schule gehen.